Einen schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu IDS Daily TV. Der Deutsche Leitindex hat in der vergangenen Woche eine regelrechte Berg- und Talfahrt erlebt. Mit positivem Ende, am Freitag, da zog der DAX noch einmal kräftig an und ging oberhalb der Marke von 12.600 Punkten ins Wochenende. Schauen wir auf die neue Handelswoche, blicken wir voraus, zusammen mit unserer Korrespondentin an der Börse Frankfurt, mit Franziska Schimke. Schönen guten Morgen. Franzi, wie wird der DAX denn heute erwartet? Ja, einen schönen guten Morgen. Und das war dann in der vergangenen Woche auch die zweite Gewinnwoche in Folge. 0,8% ging es letztlich nach oben und getrieben war man durch den Rückenwind von Seiten der Wall Street, denn der Dow Jones am Freitag auch richtig ordentlich unterwegs. Da ist man dann letztlich auch wieder über der 26.000-Punkte-Marke unterwegs gewesen und hat auch da überraschenderweise einen Wochenplus eingefahren, denn am Freitag allein hat der Dow dann nochmal 1,4% an Boden gut gemacht, ungeachtet der neuen Rekordneuinfektion, was das Thema Corona angeht. Aber man hat eben diesen Konjunkturoptimismus aktuell und die Hoffnung auf ein Medikament, was die Sterberate eben gegebenenfalls doch mindern könnte bei Covid-19-Fällen. An den asiatischen Märkten zum Wochenauftakt richtig gute Stimmung. Der Nikkei über 2% im positiven Bereich. Hang Seng und Shanghai Composite legen auch rund 1% zu. Und somit erwarten wir den DAX heute hier Richtung 12.800-Punkte-Marke. Von Seiten der Konjunktur fehlen die Impulse. Es steht heute nichts Wichtiges auf der Agenda. Innerhalb dieser Woche aber ZTB-Index als auch dann die EZB-Sitzung. Ja, und die Berichtssaison, die wird eben ordentlich an Fahrt aufnehmen. Vor allem die US-Großbanken werden ihren Zahlen präsentieren. Und da darf man natürlich gespannt sein. Zum einen, wie tatsächlich sich das zweite Quartal dann ausgewirkt hat, Corona-mäßig. Aber dann eben auch, wie die Ausblicke der Unternehmen sein werden. Vielen Dank nach Frankfurt, Franziska. Ja, nach diesem Ausblick auf den Handelstag folgt natürlich die Marktidee. Heute ist dies Infineon. Die Aktie von Infineon war am Freitag mit einem Plus von über 4% einer der stärksten Werte im DAX. Gleichzeitig generierte der Kurs damit ein Anschlusskaufsignal. Damit sich das langfristige Bild noch weiter aufhält, muss das Papier aber erst noch eine wichtige Widerstandszone überwinden. Dann könnte das Papier zwei weitere Zielzonen in Angriff nehmen. Wenn Sie mehr dazu erfahren möchten, dann lesen Sie nach in einer ausführlichen Chartanalyse zu Infineon unter www.ideas-daily.de. Ja, sonst sehen wir uns morgen wieder mit IDS Daily TV. Bis dahin, schönen Handelstag. Auf Wiedersehen.